Morotai, von der Bachelorarbeit zum Investment. So macht Sport selbst dem größten Fitnessmuffel Spaß. In die Höhle der Löwen stellte sich heute Abend das Sportlabel Morotai vor. Stil und Qualität vereint mit maximaler Funktionalität, das versprechen die vier Gründer den Investoren. Und sie überzeugen. Morotai ist benannt nach der indonesischen Insel Morotai. Diese ist von der Historie des japanischen Soldaten Nakamura Teruo inspiriert, der die Insel als letzter verbleibender Krieger 20 Jahre lang im Alleingang verteidigt hat. Das Label möchte den Kampfgeist und das Potenzial wecken, denn laut Gründer Rafi Ahmed steckt in jedem ein Krieger. Funktioneller und stylische Sportmode perfekt ausgerüstet für den nächsten sportlichen Kriegszug sind sie mit der Bekleidung von Morotai auf jeden Fall. Denn das Design ist wirklich cool. Klare Designs, Geradlinigkeit und dezente, zeitlose Farben bestimmen die Mode. Zudem ist das Design auch ganz besonders intelligent konzipiert. Integrierte Taschen und eine praktische Kabelführung bieten Sportbegeisterten ganz neue Möglichkeiten. Welcher Löwe hat in Morotai investiert? Designer ist Rafi Ahmed, einer der vier Gründer von Morotai. Das Label war eigentlich seine Bachelorarbeit, doch aus der Theorie entstand eine echte Marke. Er selbst war schon immer passionierter Sportler und weiß, was Sportler wollen. Deshalb wählt er für die Kollektion auch ausschließlich hochwertige Stoffe, die nicht nur für einen edlen Look, sondern auch ein angenehmes Tragegefühl sorgen. Praktisch, denn die Kleidungsstücke sind somit auch im Alltag tragbar. Nicht ganz unwichtig heutzutage, auch mit ihrer Herstellung können sie bei den Investoren in die Höhle der Löwen punkten. Produziert wird Morotai in der Welthauptstadt für Sportartikel, Sialkot in Pakistan. Reichlich Gründe für Juror in Dagmar Pearl in das Sportunternehmen 100.000 Euro für 20 Firmenanteile zu investieren.